Leute, ich re reagiere auf mein eigenes Video, bevor es überhaupt rauskommt. Um genau zu sein, kommt es in 14 Stunden raus. Nee, 16. 16,5 Stunden. Cool, ne? Ja, schon 4 Aufrufe. Cool, ne? Und ich reagiere jetzt drauf und beleidige mich selbst. Hoffentlich beleidige ich mich selbst. Das stimmt gar nicht. Das Video wurde von mir produziert. Was stand davor? Achso, Song produziert von. Ja. Der Song wurde auch von mir produziert. Und das Video wurde von mir produziert. Leider stimmt das hier nicht. Leider. Ja, ich bin ein Hurensohn-Lügner. Ja, Mann, hätte sich. Das bewegt sich super scheiße. Einfach weil ich damals keine Skills hatte mit dem Schnellprogramm. Solche flüssigen Bewegungen kann ich heutzutage machen. Ja, damals habe ich echt nur in solche richtig schlechten, laggenden Bewegungen. Wobei es auch ein bisschen zum anderen Style gepasst hat. Weil das war ja so Pixelgrafik. Aber trotzdem sah es scheiße aus. So wie diese Schriftart. Ja, ich hätte mir wenigstens Mühe geben können. Und bis für mich nur ein Low-E-Low-Squad. Du dachtest, das eben sein Scherz, aber jetzt. Wird die Kälte als das Herz. Alter, es hat echt aufhören zu rappen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja, habt ihr diese Explosion gesehen? Habt ihr diese schlechte Explosion gesehen? Hier diese Explosion, die hier kommt. Ja, anstatt sich einfach mit den S-Hülle bewegt. Nee. Das hat sich nicht bewegt. Wie dumm kann man einfach nur sein? Das Lustige ist, diese Musik wurde, als ich dieses Video hochgeladen habe, nicht copyrighted, aber als ich mein. Ja. Jetzt muss man einen anderen eigenen Kanal hingehen, da war ich schon so selbstverliebt. Als ich dieses Video hochgeladen habe, kam instant ein Copyright Strike. Also kein Strike in dem Sinne von Strike, sondern wurde halt als Urheberrecht angesprochen. Ja, er hat urheberrechtlich geschützte Inhalte. Wobei es eins zu eins dasselbe Lied ist. Ja. Super unlucky. Ja. Ja, super schlecht geschnitten. Ja, nur weil da eine Bewegung war, weil ich weil ich dann meine Kamera auf meinen Champion fixiert hat, war ich so faul, um das drin zu schneiden. Alter, was für ein Bastard bin ich denn gewesen? Das meine ich, die werfen das intentional daneben. Weil die denken, dass wir dodgen, aber so schlau sind wir nicht. Nee. Ja, das stimmt, schlau bist du wirklich nicht. Du Affe. Alter, was war das für eine schlechte Kamerafahrt? Das hättest du wenigstens auch synchron machen können. Ja, du Affe. Das Kleister schreibt Zerstörer aus OP. Aber nein. Kindred. Aber Hauptsache, dass sie synchron schneiden, ja? Aber das ist davon nicht. Ich kann nur so dumm sein. Das hättest du auch mit jener AD-Carry machen können. Na gut, nicht jeder AD-Carry hat das so eine Ulte, aber. Die Gegner waren dumm. Das. Man erkennt fast nichts wegen den hampelnden Mann hier. Alter, bist du Kacke, Junge. Schneide doch mal ordentlich. Unverdient. Und verdient aber fast Penta. Von den Tyrant hättest du fast verloren. Anstatt wieder einfach Autotext und dann ihn finishst, sodass der Turm nicht so viel Schaden kriegt. Alter, wie schlecht bist du denn?
Ah, meine Ohren! Ah! Fuck, Mann! Was sind das für Geräusche gewesen? So ein richtiges... So ein Knittern hört man. Da war sogar eine Pause. Hast du es verschnellert? Bist du denn dumm? So, warum hätte es was verschnellern müssen? Ich meine, ich hab's noch nicht mal verschnellert. Hm, 30% Crit, dreimal hintereinander crittet. Was für ein Lackaffe, Alter. Hier war auch nichts Gutes dabei, du wurdest einfach ignoriert. Alter. Du hättest sie eher auf Miss Fortune machen müssen. Der Sugar wäre eh nicht weggekommen. Oh, du hast eine Sache gut gemacht. Und dann wurdest du doch vom Orb getroffen. Hätte Maul. Hättest du ihn früher angegriffen, dann wärst du jetzt da nicht gestorben. Dann hättest du sogar einen Penta bekommen. Idiot. Good positioning, by the way. Ja? Lass dich gut von allen treffen. Na gut, deswegen ist ein Penta-Kill bekommen, du Affe. Oh, Spoiler-Alarm, wir haben Penta. Oh nein, wer hätte das erwartet? So, anstatt einfach abfahrt, das bis in der Mitte ist. Das war fast ein Kilometer entfernt von der Mitte. Der hätte nicht überlebt, hättest du ihn einfach nur in die Mitte getroffen, du Affe. It's a beautiful day outside. Birds are singing. The hills are blooming. One day like this, it's like you. Should be burning in hell. And his name is C. Wurde jung dafür? Was war dann? Wetten, der stimmt jetzt einfach so komplett, weil er gleich behindert ist. Guck mal, anstatt du ausweich, weich doch einfach mal aus. Was? So schwer ist es nicht. Das ganze John Cena Getue war komplett dumm. Einfach nur, weil du nicht dodgen kannst, oder was? Du kannst einfach nicht dodgen. Und deshalb tust du so, als wärst der stärkste Gegner im ganzen Spiel. Nee. Nur weil du so kacke bist für Spiels, oder was? Und guck mal, Deutsch kannst du ja auch nicht. Legendären! Ey, was ist das für ein Wort? Gibt's gar nicht. Alter. Ich meine, die Szene war entweder lustig, noch spannend, noch irgendetwas. Das war einfach nur kacke und cringy. Wieso machst du so eine Szene in ein Best-of? Bist du dumm? Listen. Philipp? Ja, was? Wir haben vorhin Aram gespielt. Habt ihr nicht? Und Yasuo. Ja. Und einer von unseren Randys hatte Riven. Aha. Und wollte damit betraden. Und war Level 6 Yasuo. Mit Legendary Skin. Den Legendary Skin hättest du auch einblenden können. Dieses Games hab ich mir nur gedacht. Ich spiel übelst gern Yasuo. Denn ich bin meine Freunde. 20 Mal gestorben. By the way, in diesem Spiel habe ich sogar Yasuo gespielt. Und dann mach ich mich über Yasuo Spiel lustig, ne? In 29 Minuten! Die restlichen 9 Minuten waren Death Timer! Scheiße, ich hab so gemeint. Das war einfach scheiße. Das war einfach bad. Das ist ein Typ. Ja, lass mich ja so spielen. Ich bin übelst gut mit dir vor. Habt ihr die Pause da gesehen? Von der Bewegung? Ja, lass mich ja so spielen. Ich bin übelst gut mit dir vor. So, die Pause waren komplett unnötig. Du hättest ihn einfach so ganz langsam bewegen können. Oh nein, du machst scheiße eine Pause. Warum hast du nicht flüssige Komplettbewegung? Und es sah einfach so aus, als hätte sich das Bild teleportiert. Bist du dumm?
Junge, du warst viel zu weit nach vorne. Guck mal, warum gehst du so nah ran? Es gibt nichts, was du Auto tanken kannst. Warum gehst du denn so nah ran? Dass du überlebt hast, war einfach nur fucking Glück. Und weil du fucking Triumph hattest. Mir fällt dies Bullshit. Mir fällt dies einfach nur Bullshit. Warum hast du die QW auf die Krabbe, wenn du siehst, dass der Lee Sin kommt? Damit hast du jetzt super viel Damage verschwendet. Und warum kaltest du ihn nicht ordentlich? Der hätte dich niemals so laut bringen können, hättest du nicht die Krabbe als erstes angegriffen, sondern ihn sofort. Als Rübersprung ist. Weil du hast gesehen, dass er sein Q gemisst hat. Und was soll er sich sonst töten? Ich meine, wenn er schon mit der W rüberspringt, dann hat er wohl keine E. Und leider den Q-Feuer ins Himalaya geschossen hat. Alter, wie schlecht bist du einfach? Holy shit. Oder wenn ich meinen Deck so aufbaue wie in Yu-Gi-Oh! GX. Die Szene hatte da eigentlich nichts zu tun, weil du einfach nur komplett scheiße bist. Folge 18 war's. Also mit Bubbleman, Sparkman, Avion. Und ich war perfekt geschnitten, Alter. Polymerisation. Warum hast du erstens den Versprecher nicht rausgeschnitten und zweitens, oder eigentlich hat die Polymerisation beim zweiten erst rausgeschmissen. Das wäre viel lustiger gewesen. Ja, that's pretty much it. Alter, wenn du reingehst, hol dich. Nice Flash gewastet. Wieso wastest du einfach den Flash? Und warum followst du ihn nicht einfach? Statt einfach den Schneeball zu benutzen. Alter, bist du lucky. Na, wie, und dann nennst du dich sogar noch Non-Lucky Yoshi, Alter. Bro, ich fucking lucky ist. Schon das dritte Mal. Vierte Mal, dass er mit 1 HP oder so überlebt hat. Alter. What the fuck? Nicht lustig. Die kannst du nicht töten, aber die sollst du angreifen. Ja, deine Witze sind nicht gut. Sollst du aufhören damit. Jetzt mal ganz im Ernst. Spyro? Halt der Maul. Und es war genau dein Gehirn. Hingeblieben. Beziehungsweise das werde ich schaffen. Das wollte ich sagen. Nicht der, der wird überleben. Scheiße. Ach, langweilig. Hättest du es schneller machen können? Oder? Ich schaff das noch irgendwie. Oh no. Hast du gerade wirklich Oh no? Von Knuckles aus Sonic Adventure eingeschnitten? Als er gestorben ist. Ist das dein Ernst? Und vor allem, warum hast du rangezoomt? Es gab nichts anderes, wo man raufgucken könnte. Oh mein Gott! Lucky. Ja, bei mir kam sowas nicht durch. Aber. Okay, was war daran jetzt so lustig? Und Darius macht halt viel Damage. Ist halt immer so gewesen und wird auch immer so sein. Alter, lachst du behindert? Holy shit. M ist für Metal. Metal Gear Solid oder was? Alter, lass bitte mit dem Witzen sein. Und wenn du nicht lustig bist. Ja, genau. Stell dir auch ein Pumpkin dahin. Es gab nichts, was dich hier noch bedroht. Nein. Warum setzt du so spät dahin? Alter. Das ist halt einfach nur peinlich. Das ist halt legit einem nur peinlich. Oh, frag
ich dafür gerade einen Assist bekommen habe? Dieser Junge ist nervt in der Spiegelkabinett und sieht an jeder Ecke die Weste und es sieht der ganze Welt. Good morning, ihr wisst Chicago. An dieser Stelle einfach keine Eigenleistung. Einfach nur das Video kopiert und geklaut, damit du damit zu Sinn in den Text reinschreiben kannst. Naja. Extra nur für Sola? Extra nur, weil du Solas Rage da eingeschnitten hast? Hast du es jetzt in dem Video eingefügt? Das war ja noch nicht mal Eigenleistung. Und vor allem die Szene ist viel zu lang. Du hast einfach das gesamte Video reingeschnitten. Die ganzen 30 Sekunden. Cool, Black Screen. Oh, da kommt doch noch was. Dass es nur entschieden sein wird. Der Black Screen war halt echt useless. Das ist einfach nur Zeit verschwendet. Und das lasse ich gelten. was war dann lustig? Hallo Döner. Mein Döner. Meinst du jetzt Döner oder Döner? Nein. Der kann nur ein einzelner Mensch so dumm sein. Alter, wie lange dauert denn die Szene? Warum schneidest du so eine lange Szene einfach am besten auf? Wo es kurz und schnell gehen sollte. Und so einfach die Szene hier ab jetzt reinschneidest. Da wirst du sogar noch geragequittet. Und man merkt es noch nicht mal wirklich. Du hast nur dein Headset abgezogen. Hier merkt man es auch nicht so wirklich. Und das war es jetzt best of. Der war keine Szene gut. So, von den ganzen Szenen, die gut waren, war von... Ja, welche Szene war denn gut? Der Rap hier war gut. Der Rap hier war gut. Dieser Rap hier, dieses bisschen von Tadel, was du noch nicht mal Einleistung gemacht hast, das war gut. Ja, das Rest des Videos war immer nur scheiße und peinlich und dumm. Ja, lad nie wieder so etwas hoch. Jetzt mal ganz im Ernst, du kannst das einfach nicht. Lass das einfach sein. Alter.